iOS 18 ist schon eine Weile veröffentlicht. Nicht viele neue Funktionen, aber stabil genug. Wenn alles für die Apple Intelligence bereit ist, könnte iOS 18 oder iPodos 18 noch besser werden. Beim Apple Fall Event werden wir es erhalten. Und laut Apple werden nur das iPhone 15 Pro, der M1 Mac und spätere Modelle die Apple Intelligence haben. Ich kann nicht glauben, dass Apple das iPhone 15 ältere iPhones und Mac-Nutzer einfach aufgegeben hat. Ich hoffe, dass Apple einige Ausgleichsmaßnahmen für die Geräte haben wird, die Apple Intelligence nicht nutzen können. Das ist nicht gerecht für iPhone 15 und iPhone 14 und ältere Geräte. Nur 1 oder 2 Jahre, dann kann das Gerät das neue Update nicht bekommen. Was für ein Witz! Aber jetzt können die meisten von uns die neue Siri 2.0 UI zum Spaß nutzen. Ich zeige euch, wie das geht, und ihr solltet dafür nicht euer Haupt-iPhone verwenden. Und nur iOS 18 kann das tun. Dies ist nicht die offizielle iOS-Version und kann zum Datenverlust führen. Wenn du es wirklich auf deinem Haupt-iPhone verwenden willst, solltest du es vorher sichern. Deaktiviere Mein iPhone suchen in dem Apple-Konto. Das ist wichtig. Verbinde das iPhone mit dem Computer. Gehe zu coverbun.de oder kopiere den Link aus der Beschreibung und lade es mit der richtigen Version herunter. Unterstützt nur Mac mit Mac OS 11 und Win mit Windows 10 und höher. Als Beispiel nehme ich hier Win. Sobald der Download beendet ist, entpacke die Datei und öffne Coverbunga Lite. Gehe jetzt zu forum-betaprofiles.com und suche nach How to enable new Siri UI oder kopiere den Link aus der Beschreibung. Lade die iOS 18 Siri-Datei auf den Computer herunter. Wenn du ein Mac-Benutzer bist, findest du hier ungefähr die gleichen Anweisungen. Stelle sicher, dass Überspringen einrichten bei Coverbunga Lite in den Einrichtungsoptionen ausgewählt ist. Drücke Win und R und gib den Befehl ein oder kopiere ihn von der Website oder Beschreibung. Finde deine UUID, gehe dann zu Überspringen der Einrichtung, Einstellungen verwalten, Bereich, Mobilgerät. Kopiere und füge die Datei in diesen Ordner ein. Gehe zurück zu Coverbunga Lite, klicke auf die Option Apply und dann auf Apply Tweaks. Dein iPhone wird neu starten. Dann sollte der Setup-Bildschirm angezeigt werden. Wähle auf der Seite iPhone-Einstellungen die Option Mit einigen Einstellungen fortfahren. Dann können wir mit dem Einrichten fortfahren. Sobald du auf der Startseite bist, kannst du das neue iOS 18 Siri verwenden. Wenn du dein iPhone auf iOS 18 upgraden willst oder du nicht mehr in iOS 18 bleiben willst, ist Reboot eine gute Option für dich. Es kann einfach auf iOS 18 aktualisiert oder auf iOS 17 downgegradet werden, ohne dass es zu Fehlern kommt. Klicke auf den Link in der Beschreibung und probiere es aus. Es ist wirklich cool. Leider ist Siri immer noch die altbekannte Siri. Dies sind nur die neuen Animationen und die UI für iOS 18 Siri. Diese Siri enthält keine Apple Intelligence Funktion und kann immer noch nicht viele intelligente Dinge für dich tun. Ich wünschte, Apple würde die Modelle, die Apple Intelligence unterstützen, erweitern. Nur iPhone 15 Pro Nutzer können dieses neue KI-Tool nutzen, was anderen Apple-Nutzern gegenüber nicht gerecht ist. Was denkst du über diese Apple Intelligence unterstützt nur iPhone 15 Pro, M1 Mac und spätere Modelle?